Das Oberligamatch FAS Berlin gegen Crocodiles Hamburg wird präsentiert von Autozug Sylt. Sie hatten große Ambitionen zum Saisonhöhepunkt in der Mercedes-Benz Arena gegen die Crocodiles Hamburg. Auf der ganz großen Bühne wollten die Akademiker von FAS Berlin dem Spitzenteam aus der Hansestadt auf Augenhöhe begegnen. Dass es am Ende 2-7 steht, ist für Coach Oliver Mietke eine herbe Enttäuschung. Ja, schon bitter. Vor allen Dingen, wir nehmen uns immer viel vor für die Spiele. Gerade heute haben wir uns wieder viel vorgenommen, auch offensiv bisschen mehr zu spielen. Völlig versäumt. Wir sind nach vorne hin, sind wir viel zu harmlos. Neben mangelnder Durchschlagskraft in der Offensive sieht Topscorer Tom Fiedler auch die vielen Strafen gegen die Männer aus dem Wedding als Problem. Besonders, wenn die Ursache eben keine gesunde Härte ist. Stockfouls sind meistens immer Lazy Penalties, wie wir sagen, also aus Faulheit. Und da müssen wir einfach enger Mann stehen, clever arbeiten, die defensive Seite halten und das war's eigentlich. Hört sich ganz leicht an. Oder wie es Neuzugang und Berlin-Heimkehrer Joe Timm ausdrückt. Ja, wir müssen einfach die Beine bewegen. Das war's wahrscheinlich heute. Doch jetzt mal der Reihe nach. Im ersten Drittel erspielen sich die Akademiker durchaus Chancen, tauchen immer wieder gefährlich vor dem Hamburger Tor auf. Als Gino Mike Blank für diese Aktion auf die Strafbank muss, zeigt FAS Berlin, warum sie im Powerplay die drittbeste Trefferquote der Liga haben. Nach nur 18 Sekunden in Überzahl tankt sich Mattes durch und Fiedler vollendet, allerdings nur zum 1-2 Anschlusstreffer nach einem Doppelschlag der Hamburger aus der 5. Minute. Auch im zweiten Drittel haben die Berliner ihre Chancen, treffen aber auch aus bester Position nicht den Kasten. Anders als die Gäste, die ihre Führung ausbauen können. Trotzdem, nach zwei Dritteln ist in der Mercedes-Benz-Arena noch lange nichts entschieden. Ja gut, 3-1 ist natürlich nichts im Eishockey. Wir spielen gut mit. Wir müssen weiter arbeiten, wenn wir aus der Box rausbleiben und vielleicht das eine oder andere Überzahl noch bekommen und das nutzen. Da ist hier noch einiges drin. Also wie gesagt, das spürt auch der Gegner um Kapitän und Ex-NHL-Star Christoph Schubert. Und das habe ich auch in der Kabine angesprochen. Da habe ich gesagt, wir können uns das Leben hier ganz schwer machen, wenn wir so weiterspielen und denen ein Geschenk nach dem anderen geben. Aber irgendwann werden sie reinhauen. Wir haben uns in den letzten 20 Minuten auch nochmal zusammengerissen, haben das gespielt, was wir können. Und ich glaube, da hat man auch gesehen, was wir eigentlich erreichen können in dieser Liga. Und wie gesagt, trotzdem war das Spiel sehr, sehr schwer, sehr hart. Und FAS Berlin hat wirklich eine gute Leistung gebracht. Tatsächlich macht Hamburg im Schlussabschnitt alles klar. Hier der schön herausgespielte Treffer von André Gerrards zum mittlerweile 1-5 für die Gäste. Zwar kann Oliver Duris noch einmal auf 2-5 verkürzen, am Ende ist aber die erwähnte 2-7 Klatsche nicht mehr abzuwenden. Nee, das ist so, wir ziehen heute einen Schlussstrich unter dem Spiel und nächste Woche fangen wir an zu arbeiten, gucken auf nächstes Wochenende und dann werden wir auch irgendwann wieder auf den richtigen Weg kommen. Und das könnte schon am Freitag sein. Da empfangen die Männer von FAS Berlin den Spitzenreiter aus Herne im Wellblechpalast. Das Oberligamatch FAS Berlin gegen Crocodiles Hamburg wurde präsentiert von Autozug Sylt.